Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Live-Thorsten. Und ich wollte die Folge eigentlich ganz anders anfangen mit Hey und was geht ab und so eine und sowas. Ich habe heute irgendwie den Schalk im Nacken. Ich weiß auch nicht, woran das gerade liegt. Oh, jetzt habe ich das Bild gerade verschoben. Ich weiß gar nicht, woran das gerade liegt. Aber keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich mir gerade diesen Typen Hey angeschaut habe, der immer dieselbe Scheiß Pausen und Lückenfüller und Geschneide Scheiße da drin hat. Und ich weiß gar nicht, warum die Leute das alle so gucken. Das mal nur so am Rande, denn mittlerweile ist er ja ein Köter, der Hauptdarsteller und nicht selber der eigentliche Content Creator. Aber egal. Kann auch sein, nein. Deswegen ist das sicherlich nicht, aber ich habe heute echt einen Schalkenmerken. Die Leute aus dem Clan Herausforderer haben das leider so ein bisschen mitbekommen. Nicht, dass ich ausgerastet bin und so, ich bin tiefenentspannt. Aber ich verstehe das Spiel manchmal nicht und manche verstehen das Spiel auch nicht. Keine Ahnung. Ich ja sicherlich auch nicht immer, habt ihr ja gestern gesehen. Ich habe einmal 99% geholt und mein zweiter Angriff war sogar noch schlechter, 93%. Also der war, ich will nicht sagen unterirdisch schlecht, aber 93%, da wäre ein bisschen mehr gegangen. Beim Donnerbengel war ich genauso erfolgreich, macht aber nichts, denn im Clan The Disabled gewinnen wir auch, wenn wir verlieren. So ist das manchmal. Und musste aber heute sehr, sehr lange arbeiten, deswegen habe ich auch so ein bisschen ja, tagsüber einfach mal die Gosch gehalten, habe immer nur mal ganz, ganz kurz reingucken können hier in das Geschehen, denn ich habe meine ganzen Angriffe gestern Abend schon alle gemacht. Das muss ich einfach mal machen, sonst hätte ich sie sicherlich verballert, denn so spät wie ich die nächsten Abende oder Wochen auch nach Hause komme, denn wir haben einen riesengroßen Hardware-Tausch vor uns. Also ich habe heute 4 Stunden im Meeting, glaube ich, gesessen und das war nur das Kick-off-Meeting. Also irgendwo, wie fangen wir denn mal an? Gibt es einen Projektplan? Wer hat überhaupt einen Projektplan? Was haben wir denn eingekauft? Der ganze Keller steht voller Hardware und wir müssen sie jetzt irgendwie tauschen. Kriegen wir hin. Letztendlich aber ist mal wieder so ein bisschen vieles mit Manpower, vieles mit vielen, vielen Überstunden. Und mache ich aber eigentlich, ich muss sagen, das mache ich ganz gerne. Denn das ist auch so ein bisschen mein Ding, ist so ein bisschen mein Baby. Hardware, Storage vor allen Dingen, Backup verändern war komplett. Also macht mir sicherlich Spaß. Wir sind hier gerade mal so live drin und ich habe jetzt einfach wirklich mal wieder zack die Aufnahme hier gedrückt und bin einfach mal drin. Aber ihr habt es im Thumbnail gesehen, wir haben die neuen Tanks. Und das sind natürlich die kleinen grünen Männchen, die ich die ganze Zeit hier schon auf dem Feld habe, seit Tagen mal wieder. Ja, in Titan mit Kobolden, denn der Kobold wird unser neuer Tank. Ich gehe mal ganz, ganz kurz auf die neuen News ein, also nicht die neuen News. Ich konnte sie heute sogar mal wieder auf Deutsch stellen. Finde ich auch sehr, sehr gut. Also, kleinen Daumen nach oben für Supercell. Es wird. Also, hey Clasher, wir führen in den kommenden Tagen eine Runde von Balance-Änderungen für mehrere Verteidigung und Truppen ein. Wir haben auf höheren Rathaus-Leveln beobachtet, dass Minenwerfer und X-Bögen im Sinne von Schaden pro Sekunde ziemlich schwach geworden sind. Dem stimme ich absolut zu. Eine der Herausforderungen bei der Ausgewogenheit des Spiels besteht darin, bla bla bla. Und obwohl wir den Schaden pro Sekunde bei Minenwerfer und X-Bögen erhöhen, okay, passen wir den Schaden pro Sekunde bei Bogenschützenturm und Kanonen mit den folgenden Änderungen an. Also gerade der Bogenschützenturm, na, ich finde nicht nach wie vor, sondern ich finde, der Bogenschützenturm ist einfach auch die beste Verteidigung. Vor allen Dingen was ja, Damage pro Sekunde angeht und auf Luft, auf Air-Truppen besser als der X-Bogen und deswegen verringern sie den eben mal auf Level 16 dann nur noch 134 auf 116. Das sind ja nur noch dann so kleine Pfeilchen, die da abgeschossen werden. Und Schaden des weiterentwickelten Bogenschützen wurden auch angepasst. Okay, auch das ist ganz cool. Die Kanone wird demnächst auch etwas weniger Schaden machen. Ich meine, der punktuelle Schaden der Kanone ist eigentlich auch nie schlecht gewesen. Vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen tiefer in der Base stehen und du kommst erstmal nicht dran mit der Queen oder mit deinen anderen Truppen, war die Kanone schon gar nicht mal schlecht. Minenwerfer ist für mich, ja, das ist eine Verteidigung, eine Farmverteidigung. Punkt, finde ich. Vielleicht in den Clankriegen auch. Ja, mag sein, dass dort auch verteidigt wird gegen Hexen, gegen die Skelette von den Hexen, gegen Mass-Bowler oder was auch immer. Aber auch hier, auch die Weiterentwicklung wurde ein bisschen angepasst oder wurde angepasst, steht hier auch. Das Update ist ja noch gar nicht draußen. Und deswegen schauen wir mal X-Bogen. Die machen demnächst ein bisschen mehr Schaden. Also meine Gobis, die halten nicht mehr so viel aus, aber ich
muss sagen, ich fand den Satz heute Abend, als ich das gelesen habe, wirklich, wirklich witzig. Wir sind uns der Auswirkungen dieser Änderung auf bestimmte Truppen bewusst. Oh, deshalb haben wir die Trefferpunkte dieser geilen CK-Truppe Barbaren und Kobolde auf folgende Werte angepasst. Das finde ich echt witzig. Ich meine, das sind Farmtruppen. Ich weiß nicht, wer damit jetzt gerade so ultra im CK dabei ist und diese Super-Tanks braucht von den Barbaren, die jetzt auf 205 hochgehen, auf Level 8. Ich habe die noch gar nicht auf Level 8. Aber die Kobolde hier, das sind unsere neuen Tanks von 74 auf 101. Ich meine, sie sind immer noch instant tot von einem X-Bogen, auch von einem alten X-Bogen. Da brauchte der gar nicht abgedatet werden. Das habe ich nicht ganz verstanden. Die Artillerie hatte wohl ein Problem. Das habe ich nie so gesehen. Das ist jetzt scheinbar weg. Und in der Clankriegsliga wird es auch kleine Veränderungen geben. Denn es wird nicht mehr so viel auf- oder absteigen. Es wird nur ein Clan in die Bronzeliga absteigen. Es wird nur ein Clan in die Meister- und Champions League aufsteigen. Okay, also weniger in Champions Liga. Aber es werden drei Clans aus der Champion 1 absteigen. Vermutlich. Und gerade das untere finde ich eigentlich ein bisschen komisch, denn in Champion 1 gibt es sowieso nicht so viele Clans und die Clans, die in Champion 1 sind, haben ja schon 2 Tage Suchzeit und werden dann irgendwann zwangsgematcht und jetzt steigen auch noch 3 Stück aus dieser Liga ab. Das weiß ich nicht, ob das der richtige Schritt ist und es kommt nur einer wieder, also es steigen eigentlich mehr ab und haben dann eine schnellere Suche, als dass einer raufgeht. Das finde ich ist ein bisschen der Schritt nach hinten hier. Die Tabelle, muss ich mal gerade so sagen, verstehe ich gar nicht. Aktuelle Raute von Clans, Champion 1, minus 2, minus 3. Ah, okay, das ist also von vorher gewesen. Alles klar, Clash on. Des Weiteren habe ich, glaube ich, gehört, kann man demnächst mit seinen Freunden chatten. Na, da bin ich ja mal gespannt. Viele Freunde habe ich ja nicht. Erst recht nicht seit heute Abend. Aber mal sehen, ob meine neuen Tanks hier was reißen können. Ja, und in der Titanliga, da können wir in jedem Fall mit unseren neuen Tanks hier, also das sind ja die Vor-Tanks, vor den eigentlichen Tanks, nämlich den Kobolden, können wir die einfach mal reinschicken. Ich habe hier einen Rathaus 10 gefunden, den nehme ich einfach mal mit. Gestern hat ja einer geschrieben, oh Toto, du kannst doch nicht die Mauerbrecher so spammen. Doch, ich spamme die Mauerbrecher immer. In der Regel weiß ich ja, dass da keine Falle mehr ist oder was auch immer und deswegen können wir die, glaube ich, ruhig immer so ein bisschen reinsetzen. Alter, das ist ja irgendwie, boah, sind die schleppend, ey. Ist das Spiel heute in Zeitlupe oder was? Mann, das sieht mir fast so aus, als wäre das in Zeitlupe, aber meine Kobis hier gehen jetzt ein bisschen nach außen, okay, da können die auch ein bisschen nach außen gehen, das ist in Ordnung und, seht ihr das? Das sieht irgendwie so total zäh aus, als wenn so alle so ganz lahm sind. Sind sie eigentlich auch? Wo kann ich denn eigentlich noch einen Wut setzen? Hier kann ich, glaube ich, noch einen Wut setzen. Und dann habe ich noch ein paar Kobolde, einmal die Helden gezündet. Nicht, dass ich noch vergesse am Ende. Das Dunkle lasse ich dir mal stehen. Das brauche ich nämlich nicht. Und das kann der Gegner dann mal gerne behalten. Da unten geht noch ein bisschen Elex, aber... wir nehmen den jetzt komplett auseinander, denn wir brauchen die, ich glaube, ich brauche noch den Tagesbonus, die Sterne. Ich bleibe hier oben jetzt einfach, denn meine neuen Tanks, die reißen es ja auch hier zumindest schon mal in Titan 3. Mal sehen, wie weit ich mit diesen Kobolden hier komme. Bin ich echt mal gespannt. Es kommt natürlich immer ein bisschen Dunkles rein, was ich jetzt nicht mehr brauche. Das ist auch nicht so schlimm. Und deswegen trainiere ich die immer fröhlich weiter. Einmal das. Ach, ich habe ja gar keine Belagerungsmaschine eingesetzt. Okay, aber ich habe jetzt 1, 2, 1, 3. Oh, passt. Die Zauber passen sogar. Ah, nee, der passt, glaube ich, nicht. Und dann habe ich, ich hätte irgendeinen Zauber noch zu viel. Ich glaube, es ist der hier. Dafür nehmen wir mal einen davon mit. Und was haben wir denn hier? Ah, hier fehlt einer. Okay, da fehlt gerade einer, nämlich so einer. Dann machen wir das mal so und so. So, glaube ich, passt es. Und mal sehen, ob wir hier was im Clankrieg haben. Oh, der Xarak hier. Laura hat schon mal 2 kassiert. Das ist ja unsere Angie-Laura. Immer wenn wir die Angie-Laura dabei übrigens haben, dann haben wir auch irgendwo Angie-Gegner. Zumindest im unteren Bereich haben wir jetzt auch wieder. Also, das wisst ihr, glaube ich, auch, wenn ihr dann irgendwo mal einen Angie mitnehmt. Ja, wir haben einen Angie hier. Asche über unser Haupt. Dann kriegen wir in der Regel auch Angies. Nicht im oberen Bereich, sowieso nicht. Also, im 12er Bereich, 11er Bereich auch eher selten, dann schon eher so ein bisschen so im 10,5er Bereich, also so ein bisschen was nach 11. Und mal sehen, der Xarak hier hat den, ist das ein 10er hier? Ah doch, ist ein 10er Rathaus, aber völlig Inferno los und mit Rathaus 9 Def, glaube ich. Ja, das ist Rathaus 9 Def. Also,
Ah, schauen wir uns mal an, wie er das hier gemacht hat. Ich bin wirklich mal wieder ganz, ganz fresh hier rein heute Abend. Aber ich habe irgendwo, das dürfte er mir nicht krumm nehmen. Ich habe, glaube ich, heute Abend irgendwie einen Vogel oder ich habe sowieso einen Vogel. Aber heute Abend ganz, ganz besonders. Vielleicht ist mir der Tee auch nicht gekommen. Ein Bier habe ich nämlich noch nicht mal ein halbes geschafft heute Abend. Ich habe null Durst hier auf so ein Feierabendbier. Aber wie gesagt, es ist ja schon merkwürdig gewesen, merkwürdig. Aber manchmal bieten es auch die Leute oder es bieten die Videos oder die Situation hier in Clash of Clans, dass du halt mal so ein bisschen merkwürdig bist. Und ja, das Merkwürdige ist, der Toto hält das einfach mal fest für euch. Ist ja auch nicht immer ganz so üblich, dass ich mich eigentlich auch so vor der Kamera gebe. Macht aber, glaube ich, nichts, denn wenn du bei YouTube einfach so ein bisschen Videos machst oder so, dann darfst du dir auch für nicht zu schade sein, ja. Ich meine, ich muss mir jetzt nicht alle 2 Sekunden mit der Hand durch meinen Kopf und durch meine Haare. Meine liegen immer. Die von Moritz liegen halt nicht. Und damit sie halt so liegen, wie die Kids das lieben, muss er halt alle 2 Sekunden in seine Haare packen. Und wenn ich das sehe, dann kriege ich immer so einen Hals. Wir gucken uns mal die Dev an hier, denn der Uncharged hat eine ganz gute Base. Das mal nur so am Rande, also ihr seht, ich gucke auch YouTube, ich gucke auch so ziemlich alle gängigen Channel, was da so geht. Manchmal nimmt man ja so einen kleinen Tipp oder Trick auch in diesem Genre hier mit. Die machen ja alle was ganz, ganz anderes, als ich es letztendlich mache. Und aber trotzdem gibt es da immer mal wieder so ein paar Sachen, die kann man mal mitnehmen, die kann man mal einbauen oder die kann man vielleicht sogar übernehmen in ein Game, obwohl die gar nichts mit Game zu tun haben. Und deswegen schaue ich auch solche Kanäle, bin ich ganz ehrlich. Also auch der ist da nicht, also ich bin da kein Abonnent. Man kann die Kanäle ja auch alle ohne Abo schauen, glücklicherweise noch. Und deswegen bin ich da eigentlich auf den gängigen Kanälen komplett unterwegs, auch was das Clash of Clans angeht. Aber das ist so wenig geworden, muss ich sagen. Da weiß ich auch nicht, was die Leute manchmal machen. Also natürlich, Itzu weiß ich, was er macht. Der macht seine ganz normalen YouTube-Folgen, der macht seine Livestreams und alles tut hier alles auf einem ganz anderen Niveau, als ich es ja mache. Das ist, glaube ich, auch gut so, denn so gibt es es gibt die einen, es gibt die Pros, es gibt die Noobs wie mich oder den Noobs im TV und von daher finde ich, die Mischung passt im Moment, aber es ist ja doch schon echt, echt wenig geworden. Der Olli kommt jetzt irgendwann mal wieder aus dem Urlaub, hoffe ich mal. Neidisch habe ich natürlich sein Foto mal wieder begutachtet, wo er dann schreibt, ich bin mal eben in Skiurlaub. Ja, ist auch ganz nett. Ich weiß nur gar nicht, wo jetzt noch Schnee liegt, aber da muss man wahrscheinlich ein bisschen weiter wegfahren. Nur sind wir wirklich, wirklich wenig geworden in der Szene. Guzo hat heute Abend mal wieder Brawl Stars gestreamt. Ja, finde ich auch komisch. Quantus streamt eh nur. Der macht überhaupt keine normalen Tagesvideos mehr. Und ich finde, YouTube, weiß ich nicht, lebt so ein bisschen von den Tagesvideos, glaube ich, und nicht eher von Livestreams, wo man sich dann zwangsweise irgendwann abends mal hinsetzt und sagt, ach, jetzt muss ich mal wieder einen Livestream bringen, sonst kommt ja auf meinem Kanal gar nichts mehr. Und das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Deswegen glaube ich schon, dass die wenigen auch mit mir, die das dann machen, der Fred gehört übrigens auch dazu, das ganz, ganz in Ordnung machen. Ich meine, sonst ist diese Szene hier in Deutschland total tot und es wird ja noch schlimmer werden in diesem Jahr, was die Updaterei und sowas angeht. Von daher hat der Uncharged hier gerade 3 Sterne kassiert. Und von daher gibt es sicherlich immer noch viel zu erzählen. Es wird viel, viel an Updatereien geben oder aber auch viel, was nicht geupdatet wird. Es wird die Champions League geben, beziehungsweise die ESL-Liga geben. Das ist ja so eine kleine, selbstorganisierte Liga. Also da muss man sehr, sehr viel selber machen, wer das schon mal gesehen hat. Ich habe mir das jetzt mal im Nachgang so ein bisschen angeschaut. Dort müssen die Clans schon sehr, sehr viel für sich selber organisieren. Das macht die ESL dann nicht, weil dann müsste das dann eine tausender Mannschaft sein, die das alles irgendwie organisieren, Schiedsrichtern und so weiter. Deswegen sind vor allen Dingen so Vorrunden, das sind komplett selbstorganisierte Sachen von den Clans, von den Spielern, von den Sippen, je nachdem, was in der ESL halt im Moment überhaupt an Ligen gespielt wird. Und erst wenn es dann in die Finals geht oder in die Quarterfinals oder wo auch immer, dann schreitet, denke ich mal, auch die ESL damit ein. Aber vorher ist das so ein bisschen so eine Self-Liga. Da hat dann weder Supercell was mit zu tun, noch die ESL selber, sondern das müssen die Clans dann erstmal unter sich machen. Lest euch da mal ein bisschen schlau. Ich bin auch noch nicht ganz, ganz schlau. Ich habe es jetzt erstmal ein bisschen überflogen, aber ich glaube, so habe ich das so ein bisschen verstanden, dass es so laufen wird.
Und ich kann es mir auch gar nicht anders vorstellen, dass es so laufen wird. Aber wir haben hier den Nagi auf Vikings oder Vikings vom Clan Spider Cocoon, gegen die spielen wir im Moment. Also 15 gegen 18. Das hat jetzt nicht zu sagen, aber wir haben schon gemerkt, der Gegner hat nette Bases hier, er hat nette Helden, hat vor allen Dingen starke, starke Zwölfer. Ich glaube, bis zur Nummer 10 ist hier alles Max. Bei uns sieht das jetzt nicht ganz, ganz so anders aus. Aber denke, dass dieses hier in 44 Sekunden etwas zu viel Defensive ist. Vor allen Dingen die Bauhütte hier, da kommt ja kein Mensch mehr ran, weil kein Bogi da hinten gesetzt. Ich meine, ein Bogi hätte jetzt diese drei Gebäude hier rausgenommen, ohne Beschuss von da. Und das packen die jetzt nicht mehr, denn leider wird hier unten das auch immer sehr leidig. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass der Golem keinen Schaden bekommt, wenn Heiler in der Nähe sind. Denn die Heiler gehen dann auf Truppen, die Schaden erleiden, so wie dieser arme, arme Golem hier. Ich meine, der wird hier nicht mehr sterben in den nächsten 14 Sekunden, denn die Heiler werden den immer auf Grün halten. Aber er wird hier jetzt auch nicht wirklich viel reißen. Der schafft die Mauer einfach nicht mehr und weit und breit ist hier nichts. Ja, bleibt also bei 2 Sternen. Aber nicht so schlimm, jeder hat ja 2 Angriffe hier. Und wir haben hier, glaube ich, auch 2 Angriffe. Ja, ich lasse mir noch mal kurz die Klamauk verfüllen. Die Queen reckt noch mal eben durch und dann machen wir noch einen zweiten Farmangriff. Das sind übrigens nur meine Meinungen. Also, das dürft ihr euch nicht hier zu Herzen nehmen oder so, dass ich irgendwann irgendjemanden hier ins Lächerliche ziehen möchte oder so. Das sind einfach nur meine Meinungen zu vielleicht gewissen Kanälen oder überhaupt mal so ein bisschen Klartext reden. So ein bisschen Real Talk muss auch mal sein. Glaube ich zumindest, denn das mache ich viel zu wenig in meinem Kanal und ich glaube, so ein bisschen habe ich ja gesagt, man nimmt einfach mal so ein bisschen was mit von dem einen oder anderen und ja, vielleicht kann es ja helfen oder auch nicht. In meinem Fall hilft das sowieso nicht und deswegen spiele ich auch weiterhin Clash of Clans und springe auf keinen Hype aus, obwohl ich habe das wisst ihr, glaube ich, auch. Ich habe ja auch vieles. Ich habe vieles noch nicht probiert, aber ich habe trotzdem immer alles Aktuelle auch auf meinem Rechner drauf. Also auch Apex Legends oder Fortnite oder was auch immer. Ich probiere einfach auch viel aus, was denn so geht, auch in meinem Bereich immer. Aber es gibt dann halt Sachen, da kann ich nicht. Da kann ich nicht wirklich mit. Hier einmal so ein bisschen. Ich glaube, da müssen wir einmal. Oh nein. Ah, die fanden das Rathaus doch nicht so gut. Ach doch, sie fanden es doch gut. Okay, sie fanden das Rathaus doch gut. Meine neuen Tanks hier, die Kobolde. Also hat es ja doch Sinn gemacht. Sie fanden das Rathaus an der Stelle doch ganz nett. Und mal sehen, ich bringe die Queen hier oben mal noch einmal in Wut. Die Mitte brauche ich gar nicht, hier den Adler oder so. Ich meine, die Fähigkeit oder überhaupt die Errungenschaft wäre jetzt ganz nett. Aber ich glaube, meine Kobis haben es hier mal wieder gerissen. Also das sind die neuen Tanks hier. Also vergesst Riesen, vergesst Golems, nehmt Goblins, beziehungsweise im Deutschen heißt ja Kobolde. Und von daher, denn das sind die neuen Tanks hier, fast ganz abgeräumt hier den Zwölfer, also auch super wieder im Farm dabei. Ich hoffe, die kleine Folge von den kleinen grünen Männchen mit mir als großen Männchen oder Krawallschreier oder Agrotypen oder was auch immer oder halt einfach nur Real Text Talker haben euch ganz gut gefallen, war mal ein bisschen was anderes und ich hatte einfach mal Bock drauf, denn ich war so ein bisschen in Stimmung, auch mal sowas zu machen. Ich hoffe, das war für euch in Ordnung. Bis dahin, euer Toto. Clasht.